Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Skyrim. Das letzte Video von mir. Ja, jedenfalls von Skyrim. Ich habe ja eigentlich alles erlebt. Außer halt noch ein paar Sachen, die verbuggt sind bei mir. Ich habe 172 Werwolf-Opfer. Werwolf-Verwendung nur 17, aber dafür 172, ja. Tage als Werwolf sind über 500, 425 Orte entdeckt, 427 Verliese. Tage sind über 1000 vergangen. 4 Millionen Gold gefunden, meistens Gold besessen habe ich jetzt 2 Millionen. Pferde, naja, Häuser besessen 5, in Läden investiert 27, naja. Ah, okay, Bestechung und Einschüchterung war ich jetzt nicht so. Quests. Naja, müssten eigentlich alle gewesen sein. 3000 Menschen getötet. Naja. Faul, okay, Drachenarmbrust war jetzt nicht so eigentlich, aber okay. Gegner entwaffnet, naja, das braucht die nicht. 14 Prügeleien gewonnen. 40 Kaninchen nur, naja. 147 Drachenseelen gesammelt, naja. Seelensteine verbindet, Seelen gefangen. Gifte benutzt nur 7, ja. Verbrechen, gesamtes Kopfgeld, naja. Kein Kopfgeld mehr da, also. Tage im Gefängnis? Keins. Haha. Gefängnisausbrüche ein. Morde 77. Ja. War schon ganz gut. Aber. Ja. Wir sind jetzt fertig. Ich werde jetzt meine Rüstung Ehre sei an mit den euch, mein Nagel Herr. hängen. Wir haben 2 Millionen Gold. Meine Familie hat genug zu essen. Wenn nicht, habe ich hier noch die ganzen Sachen, die wir Braucht ihr verkaufen etwas? können. Genug zu essen haben wir, genug Gold haben wir, der Laden haben wir. Natürlich haben wir natürlich auch, wenn das Essen knapp wird, unsere Goldhügelplantage. Und es wird Zeit, jetzt meine Rüstung an den Nagel zu hängen. Ja, kann ich nicht. Hier kriegst du mein Schild, das Amulett behalte ich noch, meine Rüstung, die ich eigentlich die meiste Zeit anhatte. Ja. Ring der Gesundheit raus. Ich nehme einfach den Ring der der Ehe. Das Amulett, Guldwurst Amulett behalte ich. Warum auch nicht? Ja. Mein Waffen, Drachen, Knochenschwert. Eigentlich auch eine mit meiner Lieblingswaffen. Ja. Meine Armbrust. Oh, die packen wir weg. Ah, ich weiß, ich renne hier gerade nackt durch die Gegend. Hier haben wir natürlich noch meine Pfeile. Hier ist auch meine Axt drinne. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die Zaubertränke auch nicht. Das Essen können wir auch wegpacken. Ja, Liebling, was braucht ihr? Das waren Kürbisse und so weiter. Kürbisse, Karotten, Kartoffeln, Kohl, Lauch und Wein. Aber hier einen Milchkuh können wir noch reinhauen. Den Wein trinken wir natürlich gleich, wenn wir uns hinsetzen. Ja, was haben wir hier noch? Bücher. Ja, das sind die letzten Schlüssel, die wir haben. Die Dietriche können wir noch wegpacken, siehst du? Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
Geld haben wir. Ja. Nun. Erstmal was anziehen, was bequem ist. Ja. Extravagante Robe mit Hut und Stiefel. Ja, was Bequemes angezogen. Nun werden wir einfach. Ja, Liebling, was braucht ihr? Einfach warten, bis das nächste Skyrim kommt. Oder. Ja. Bis uns Sodengarde irgendwann holt. Oder bis wir zu Sodengarde reisen können. Eins von den beiden. Irgendwann wird uns einer holen. Genug Leute haben wir hier. Meine Fähigkeiten. Ja, man könnte noch bis 200 gehen, damit man hier wirklich alles freischaltet. Aber einmal legendär, manche sogar zweimal legendär habe ich gemacht. Also von daher brauchen wir jetzt nicht weiter leveln. Auf Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja. Lydia. Ich gebe euch Deckung. Nee, du bleibst nur hier. Je mehr Leute hier sind, desto mehr Chance haben wir, falls uns einer überfallen sollte. Weil hier in dem Haus schlummern wirklich Millionen, denke ich mal. So werden wir einfach warten, bis Sodengarde uns erreicht. Oder bis wir an Altersschwäche sterben. Dafür erstmal ein Wein. Hauen wir uns gleich nochmal einen Würzwein rein. Und ein Wein, das die Rallye-Brüder waren noch nicht. Ja. Somit sind wir fertig nach sehr vielen schönen Spielstunden. Werden wir jetzt auf das nächste Skyrim warten. Nächstes Skyrim soll ich schon, auf das nächste Elder Scrolls. Ja. Alles erledigt. Jetzt warten wir. Jetzt können wir wenigstens sich um unsere Familie kümmern. Und um so unsere Kinder. Geschützt sind wir auch. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Ja, das haben wir. Und nun, ja Leute, somit macht es gut. Und vielleicht guckt ihr auch bei den anderen Videos mal rein. Ja, Jahresmitte, jetzt wird erstmal hier schlafen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Dann habe ich euch noch vergessen vorzustellen. Ich habe ja hier... Das ist nämlich er hier. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen. Er hier bewacht außen. Also gut. Lydia bewacht mit innen. Dann habe ich ja noch sie hier. Das ist der normale, der hier rumläuft. Ehre, euch wiederzusehen, also habe ich jetzt drei Leute, die mich beschützen mit mir. Hey. Ja? Natürlich, was immer ihr wollt. Ja, Krieger der Zungen zum Ende. Das ist eine schöne Melodie und ein guter Wunsch. Dieses nächste Lied ist für Drachenblut, den Retter von Himmelsrand. Ja, der jetzt. Die Schlacht
und rot floss das Blut. Die Kämpfer verbrannten mit Schreien in Glut. Werner tritt an gegen Alduins Wut. Wo sind die Retter mit Herzen voll Mut? Mit Alduins Sieg kommt das Ende der Welt und alles rings um uns in Trümmer dann fällt. Fast hatte der Drache den Sieg schon errungen, da kamen wie Sturmwind von Norden die Zungen. Sie kämpften und bald schon sang alles vom Ruhm, der Urkraft der Stimmen, der Lieder von Thun. Die Gabe der Stimmen hat alle befreit, geebnet den Weg in die glanzvolle Zeit. Was lehrt uns das Liedchen? Nun höret mein Wort, das Lied ist zu Ende und die Drachen sind fort. Noch ein schönes Lied zum Ende. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.